Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind weg. Nein, Schmarrn, sie sind natürlich nicht für immer weg. Sie bereiten sich nur gerade auf die große Oder-Challenge vor. Das ist nämlich unser Special für 1000 Abonnenten. Vielen Dank dafür, Leute. Die zwei werden sich gleich 20 Fragen stellen. Dabei sind Sachen wie Geld oder Liebe, BMW oder Daimler, Dividende oder Sex. Im Vorfeld mussten sie raten, was ihr Gegenüber darauf antworten wird. Jedes Mal, wenn sie falsch liegen, gibt es einen Strafpunkt. Wer am Ende die meisten Strafpunkte hat, der muss die Suppe auslöffeln. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt geht's los. Viel Spaß, bleibt dabei. Wir sehen uns bei den 2000 Abonnenten. Ciao. So Leute, wir legen jetzt los. Es wird richtig hart für uns. Wer fängt an? Stichschnack, Schluck. Eins, zwei, drei. Ich fange an. Geld oder Liebe? Geld. DAX oder MDAX? MDAX. London oder Madrid? London. Tennis oder Fußball? Tennis. Ja. Wieso liebst du Tennis? Ich spiele ja kein Fußball. Ja, und der Tennis. Und das kann er noch viel weniger als Fußball. Jetzt bin ich dran. Ja, komm. Soll ich anfangen? Bist du bereit? Ja. Die erste Frage ist harmlos. Große oder kleine Brüste? Groß. DAX oder Dow Jones? DAX. Affäre oder Beziehung? Und scheiße, hatte ich auch Beziehung. Blond oder Brünett? Brünett. Boah. Stimmt da alles bei dir oder was? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Drei auf jeden Fall. Vier Volltreffer. Geil. Du Lamm. Fuck. Feuer frei. Beziehung oder Affäre? Beziehung. Alter. Der Lüfter. Long oder Short? Short. Elon Musk oder Steve Jobs? Elon Musk. Taxi oder Uber? Taxi. Ist nicht der Lüfter? Ich war nie Uber. Ich bin einmal in meinem Leben bisher Uber gefahren. So, machen wir weiter, ne? Ja. Gold oder Sparbuch? Gold. Großer oder kleiner Arsch? Kleiner Arsch. Absinth oder Eierlikör? Boah, beides eklig, aber Eierlikör. Über Eierlikör. Nee, nee. Über Eierlikör. Ey, in Prag, da haben wir wirklich Absinth getrunken. Der erste Drink war ein Absinth. Das ist, das ist richtig geil. Übles Zeug. Sparkasse oder Comdirect? Comdirect. Aber Eierlikör, du Lappen. Also, ja, Eierlikör. Absinth? Ja, aber ich habe bei dir auch mal einen Absinth getrunken. Das war echt ganz übel. Ich glaube, dann hast du. Aber ich habe gedacht, dass wir die Eier nicht aus meinem Gedächtnis überlöschen. Ja, das waren zwei Fehler. Ja? Zwei Fehler? Ja. Mats ist völlig unbewegt. Der Mats ist das egal. Mats ist richtig scheiße, was wir erzählen. Matze denkt sich nur diese beiden Affen, ey. Warum? Du musst wenigstens einmal lachen. Matze. Matze Korn. Ja. Pass auf, Tarantino oder Scorsese? Scorsese. Club oder Bar? Bar. Sparen oder ausgeben? Ausgeben. Öl oder Gold? Gold. Ein Fehler. Das war so viel Scheiße. Oh, fuck. Ich sehe die Bestrafung schon näher kommen. Ey, das macht mich irgendwie auch ein bisschen nervös, muss ich gerade sagen. Ich glaube, ich brauche gleich mal einen Drink. Erstmal eine Eierlikör mit Absinth. Jetzt wird es für dich richtig drin. Okay. Jetzt kommt die schlimmste Frage. Das ist jetzt richtig eklig. Hm. Schalke oder Bayern? Bayern. Das wusste ich. Besoffen oder nüchtern? Kommt drauf an, wann. Nüchtern. Ja, wusste ich auch. Bausparvertrag oder Hebelzertifikat? Hebel. Bro oder Home? Bro. Bitte. Guter Mann. Aber ein Fehler. Ja, ein Fehler ist okay. Ein Fehler? Wobei? Bei der Home, ne? Nee, Hebelzertifikat, glaube ich. Du denkst, ich würde einen Bausparer nehmen? Ja, um hier seriös zu wirken. Ey, Matze, ich bin schockiert. Was sagst du dazu? Oh my God, who the hell cares? Also, ich würde mal sagen, du machst jetzt wirklich vier fette Fehler. Better done oder better perfect? Better Perfect. Ja. Tinder oder Disco? Disco. Yes. Spekulieren oder investieren? Investieren. Fonds oder ETF? ETF. Ist klar, dass die Fehler jetzt, wenn dann. Die hat Enttäuschung für Bauzi, weil das waren schon drei. Das waren jetzt nicht meine Fehler, das waren deine Fehler jetzt. Da hat er sich jetzt gefreut. Zwei, drei. Ach so, ich hab das Spiel nicht verstanden. Ja, das Spiel nicht verstanden. Mann. Jetzt wird's richtig schmutzig. Okay. Passiv oder aktiv? Passiv.
Ja, das ist aber auch gelogen. Merkel oder Seehofer? Merkel. Taylor Swift oder Rihanna? Taylor Swift. Zeit oder Spiegel? Spiegel. Ah, das habe ich richtig geraten. Geil. Ein Fehler. Ich bin zu ehrlich. Also jetzt kommt eine Frage, die ist, glaube ich, die soll pervers gemeint sein. Ich beantworte sie ganz pervers. Also, Matze, soll ich? Matze ist auch schon im perversen Modus. Oben oder unten? Oben. Shampoos oder Long Drink? Nee, Long Drink. Porsche oder Tesla? Tesla. Zinsen oder Dividende? Dividende. Hey, das erste Mal alle richtig. Ah. Von wegen, ich bin ja nicht ehrlich. Ah. Du blamierst dich so oder so. So jetzt. Lackslipper oder Cowboy-Stiefel? Was? Lackslipper oder Cowboy-Stiefel? Da freut er sich. Ah, der wird am liebsten beide nehmen. Das war wirklich die beste Frage. Modern Talking oder Andrea Berg? Modern Talking. Tesla oder Porsche? Porsche. Dividende oder Sex? Sex. Hat er richtig, oder? Ja, ist geil. Verdammt! Ich kenne ihn noch, den Lappen. Verdammt. Ja, das war jetzt eine ganz einfache Nummer. Ryan Little. Also ich möchte in Zukunft diese Videos nur noch alleine machen. Die Strafe ist gut. Die Strafe ist natürlich super. Also ich stehe doch da nicht hinterm Grill oder was? Aber sowas von. Du schüttest die Kartoffelpüree auf die Teller drauf. Alter, bevor ich... Also das ist wirklich echt... Im Kostüm? Das finde ich ein bisschen asozial von der Uni, das jetzt wirklich sagen. Wisst ihr was? Ich bleibe noch ein bisschen sitzen, ich freue mich. Ja Leute, das war mal ein richtiger Spaß, vor allem für mich. Timo, jetzt sitzt er hier auf einmal wieder. Warum bist du eigentlich noch hier? Hast du eh keinen Bock mehr. Halt die Schnauze. Das war mal ein richtig schöner Spaß für euch, haben wir uns mal richtig zum Affen gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das schön in die Kommentare, like das Video. Wenn ihr öfter sehen wollt, dass Timo sich blamiert und ärgert, ja, dann unterstützt uns. Wir machen mehr davon. Timo freut sich. Die Bestrafung folgt. Und wie die folgt, freut er schon mal drauf. Ciao. Ja, liebe Leute, ihr seht, ich habe mich hier richtig in Schale geworfen. Ich habe die Oder-Challenge verloren. Strafe muss sein. Ich gebe heute Suppe aus. Wird fest. Ah. Herr Lochner. Ja. Herr Lochner. Das Personal sah ja auch schon mal besser aus, muss ich sagen. Die Gäste aber auch. Viel Spaß in den nächsten zwei Stunden. Ein schönes Süppchen für Sie, Herr Kollege. Schönes Süppchen, Tomatenpfännchen. Das ist Helmut, der schönste Betriebsrat im ganzen Vodafone. Nennt ihn auch Elf Präsidente. Elf Präsidente. Die habe ich das zu verdanken, ne? Die habe ich das. Aua, ist das alles heiß hier, verdammt. So. Gib mir mal eine schöne Suppe. Oh, jetzt hau ab, du.